habe das Gefühl, wenn ich springe, ist sie schneller. Was natürlich Quatsch ist. Denke ich. Noch mehr zum Abknallen hier. Ich würde es echt wundern, wenn das nicht so ist, ehrlich gesagt. Bislang ist noch nichts gewesen. Ich kriege wirklich Hunger. Verdammt. Ich muss was essen. Aber was schön Fettiges. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So. Oh, das ist ja schon richtig so. Sollte eigentlich schon passen. Ist das die Tür an der Seite da gewesen? Ja, ne? Oh. Jawoll. Das ist genau die richtige... Oh, ich habe gerade gedacht, wer war was? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns irgendwas doch nochmal im Wege stehen wird. So. Meine drei Hübschen. Ich habe euch was mitgebracht. Oh, sie stand gerade im Schalter oder im... in dem offenen Tülüt. Ich denke, wir werden das Level auch damit gleich beendet haben. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Dann bin ich das Level endlich los. Und es wäre nice, wenn noch ein neues Setting käme. Ups. So. Dann auf. Jawohl. Und wir haben diesmal 2 von 3 Geheimnissen gefunden. Das finde ich sehr viel. Also das finde ich schon richtig gut. 39 Kills. Ich glaube, das ist jetzt die, sind, glaube ich, die meisten Gegner auch gewesen. Pickup 17. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und ich habe, in dem Teil davor habe ich übrigens 39 Minuten gebraucht, glaube ich. In dem habe ich 1 Stunde 20 gebraucht. Und das ist auch der Grund, warum das meine absolute Mega-Hasswelt ist. Wir haben ein neues Setting. Oh! Eine Ratte! Das sind jetzt die neuen... sind das die neuen Fledermäuse? Oh, das sind aber gruselige Geräusche hier. Und meine Lieblingsbeschäftigung, Kisten ziehen! Yay! Auf, auf! Drücken, meine Liebe. Sieht so ein bisschen aus wie eine Kanalisation. Also die Geräusche sind schon echt fies, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das da? Eine Platte? Da ist ein Hebel. Aber den kann sie nicht. Ach. Also man sollte rein vom logischen Denken her... sollte man meinen, man könnte der jetzt hochspringen und sie würde sich am Hebel festhalten und ihn runterziehen. Das geht hier natürlich nicht. Oh, da hat sich mein Handy gemeldet. Muss ich mir eben leise machen. Moment. So. Das geht tatsächlich in einem späteren Teil und zwar erst ab dem 4. Teil. Und da wird es dann auch natürlich vorausgesetzt. In dem Fall ist das Ganze noch nicht so durchgedacht gewesen und wir müssen tatsächlich den Block davor schieben, um den Hebel zu ziehen. Die Geräusche sind echt furchtbar. Hallo? Oh, mach doch, Mensch. Menschenskinder, nee. Immer wieder neu bestätigen und dann versucht sie sich daran hochzuziehen. Ich liebe es. Ich liebe es. So, schön. Auf geht's. Oh. Oh, eine Ratte. Können die rauf? Also das war ein bisschen gemein, ne? So hatten die ja wirklich gar keine Chance. Aber dafür bekommen wir noch was Neckisches. Und zwar ein Medipack. Fein. So. Ui. Ui.
Oh la la, das sieht aber fein aus. Da muss ich doch nochmal speichern. Wo sind wir eigentlich? The Cistern. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das sieht verdammt gigantisch aus. Unten sind wieder Ratten unterwegs, was ich jetzt nicht ganz so schlimm finde. Das sind immerhin kleine Popeldinger, die sollten relativ leicht zu machen sein. Hallo? Ach, da unten ist noch ein Kroko. Aber alles nach der Reihe. Ich glaube, die Ratten können wir gleich auch so einfach abknallen. Das hört sich fies an, ne? Rattenfänger. Lara, die Rattenfängerin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass vielleicht noch das Wasser hier nach oben steigt. Ist das hier sowas in der Richtung? Ich muss natürlich mich erstmal... Da sitzt eine Ratte. Da sitzt eine Ratte. Sitzt sie da? Ja. Ha. Kommt sie da nicht weg? Ist das beabsichtigt so? Manchmal... Oh. Hupsi. Das war wirklich nicht so beabsichtigt. Die Ratten flippen schon vollkommen... Oh, ich habe schon was Schönes gefunden. Aber erstmal müssen wir Kroko da ausschalten. Sonst könnte es etwas unangenehm beim Baden werden. Kroko, schwimm doch nicht immer weg. Bleib stehen. Oh, das sind zwei. Ah! Alles kein Problem. Ganz ruhig bleiben. Oh, 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 oh. Was ist denn mit der Ratte da oben? Die hängt da oben fest, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht beabsichtigt, dass sie da oben hängen soll. So, und weil ich das hier gleich schon so was Schönes gesehen habe, schaue ich da schon mal rein. Und ich hoffe auf ein Geheimnis. Da kann ich auch noch. Guck gleich mal. Ah ne, da ist glaube ich nichts, so wie das aussieht. Ach ne, da kann ich doch noch. Hier krabbelt wieder was durch die Gegend. Da oben. Ach, ich glaube, hier muss ich Wasser reinlassen. Da ist nämlich ein Hebel gewesen, der nämlich nur im Wasser betätigt werden kann. Deswegen glaube ich, dass ich vielleicht das Wasser erst noch hochziehen muss. Kann das sein? Gehen wir erstmal in eine Station. Achso, nee, komme ich gar nicht hin. Lustigerweise kann sie sich aus dem Wasser ziehen. Und zwar, wenn die... Absätze, an denen sie sich hochzieht, ungefähr, sag ich mal, halb so groß sind wie die. Ich werde es nie begreifen. Also die sind wirklich nicht großartig größer, ne? Das ist noch nicht mal die Hälfte. Also es muss noch weniger sein. Und sie kann sich da nicht hochziehen. Da würde ich mal ordentlich Schwung nehmen, meine Hände nach oben strecken und dann sollte das eigentlich alles gar kein Thema sein. Aber nein! Das wäre natürlich zu einfach. Obwohl es natürlich, es soll uns natürlich dahin leiten, wo wir hin sollen. Wir sollen ja hier grundsätzlich keine eigenen Wege hier erfinden, sondern wir sollen ja schon dem Spiel folgen, so wie es uns das vorgibt. Und das ist natürlich ein Weg, das ganz toll zu verstecken. Ach, du kommst da nicht rauf, da musst du dir wohl einen anderen Weg suchen. Ist ja grundsätzlich nicht ganz so verkehrt. Komme ich vielleicht später doch hin? Das ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Da komme ich also irgendwie irgendwo nachher noch ran. Aber derzeit sieht das nicht so aus. Ich glaube, Leitern gibt es hier noch gar nicht. Und wie gesagt, hier ist zwar ein Hebel. Aber dieser Hebel... Erstmal kommt es nicht dran. Zum einen. Und zum anderen, selbst wenn sie ran käme, ist das halt ein Hebel, der unter Wasser gezogen wird. Das heißt, ich vermute mal, dass wir hier nochmal lang kommen und mache deswegen erstmal und tritt deswegen erstmal die Heimreise an. Ich hatte ein bisschen mit dem Geheimnis gerechnet. Huch, war da was? Das ist leider jetzt nicht so. Aber gut. Dann decke ich mal was und es ist Mist. Ach, da ist noch so ein Spalt. Ah! Da hat sich hier doch noch ein Geheimnis versteckt. Das ist ja nice.
So. Ich denke mal, wir müssen da später nochmal hin. Wie gesagt, ich vermute, dass wir das unter Wasser setzen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass wir alles unter Wasser setzen müssen. Erstmal kann ich mich da ganz vage dran erinnern. Und zweitens ist der Boden von Algen bedeckt, was da so ein bisschen drauf schließen lässt, dass hier ursprünglich auch mal Wasser gewesen ist. Und das hier sieht auch verdammt nach etwas aus, wo Wasser rauskommen könnte, so à la Wasserfall. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wo ansetzen? Ich gehe erstmal hier rauf. Da hinten liegt auf jeden Fall noch Gewehrmunition, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Aber ich denke, alles noch der Reihe. Soll ich da rauf? Ich glaube, da rutsche ich später runter. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt schon hin sollen. Und hier? Wie gesagt, ich muss mich erstmal umgucken, muss erstmal hier einen Anfang finden. Aber die Welt, finde ich, die sieht schon nice aus, ne? Die kriege ich hier gleich frösteln, ne? Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ich friere hier drinne. Da hinten ist ein Hebel, den habe ich gerade gesehen. Nein! Nicht du schon wieder! Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ah! Wir bleiben einfach hier unten, bis er weg ist. Ich weiß gar nicht, wo wir langkommen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt ist, dass man hier runterkommt. Ich habe auf jeden Fall einen Hebel verpasst. Da war auf jeden Fall noch ein Hebel. Na, Bocki, eine Panik auf das... Oh, Ratte, 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 Ratte. Geh weg. Rattenviech da. Nein. So war das nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich erst Anlauf nehmen. Ich habe mich verdrückt. Ein Schalüssel. Was für ein freudiges Ereignis heute. Also sammeln wir diesmal keine Klötze, sondern wieder Schlüssel. Ist nicht schlimm, ich mag die Welt trotzdem. Ich mag das Setting. Also wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich hier drin friere. Und ich finde das dann schon sehr beeindruckend. Die zerreißen sich schon das Maul. Was für Zombie-Ratten sind denn das? Seit wann sind denn Ratten so brutal? Achso, da kann ich mich runterlassen. Das habe ich aber nicht vor. Wir springen einfach hemmungslos in die Ratten rein. Nicht, dass ich nachher ein Item oder so übersehe. Was ist das? Soll hier vielleicht eigentlich schon Wasser drin sein? Weil ich habe ja einen Hebel nicht übersehen, aber übersprungen wegen diesem... tollen Kerl, den ich einfach alles liebe. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich rausrutsche. Ja, okay. Das habe ich gerade kommen sehen. Ich würde jetzt ganz kurz, der Typ dürfte jetzt eigentlich nicht mehr dort sein. Ich gehe jetzt doch trotzdem noch mal ganz kurz nach oben, weil ich nämlich dann Hebel durch die Wandluken sehen habe. Oh, mein Gott, nee. Jetzt reicht's mir. Hau ab! Was? Ja. Das ist eine, das ist eine Waffe, die jemanden in Staub verwandelt. Und deswegen ist von dem Kerl jetzt nichts mehr übrig geblieben. Ja, das war... Wenn er jetzt dafür auch nie wieder auftauchen würde, wäre das ein Träumchen. Aber ich glaube da nicht dran.
Siehst du, wir haben schon Wasser eingelassen. Vielleicht Meerwasser. Also nicht mehr Wasser aus dem Meer, sondern... Das sieht ja tatsächlich auch so ein bisschen aus, als wären das so Rohre, auch wenn die sehr unbeholfen aussehen. Sehr eckig. Das sind halt Minecraft-Rohre. Aber es gibt hier noch jede Menge einzusammeln. Und das brauche ich dringend. Oder nicht dringend, aber ich will es einfach haben. Haben will. Nein. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Yeah. Das ist meine absolute... Also das ist eine Top-Welt hier. Ohne Scherz. Boah. Boah. Wir haben den Stalker in Pulver aufgelöst. Und kriegen hier jede Menge Munition. Hier speichere ich. Weil das wird nämlich eine Rutschpartie. Und ich habe Schiss. Und. Ja. Na komm, die hätten sie wenigstens aufeinander legen können. So viel Munition, ich beschwere mich immer noch. Toll. Das ist richtig toll. Oh. Hätte ich da jetzt noch hinspringen können? In der Theorie? Wenn ja, dann kletter ich natürlich nochmal rauf, weil auf der anderen Seite liegt nämlich auch noch was. Und das will ich unter Garantie auch noch haben. Nee. Aber ja... Möglichkeit, vielleicht von da nach da zu kommen? Verurteilt mich nicht. Nein. Das passt nicht. Die Frage ist... Ich habe noch eine andere Möglichkeit oder noch einen anderen Plan, wie man dahin kämen könnte. Das müsste ich aber erstmal testen. Obwohl das eigentlich genauso weit weg sein müsste wie dieses Rohr. Aber... Oder muss ich hier wieder rutschen? Ich will da hin. Doch, es reicht. Yes. Und noch mehr gewonnene Munition. Wenn wir so weitermachen, können wir standardmäßig mit der ballern. Aber ich werde damit trotzdem keine Ratten abballern. Ich bin, wenn es um sowas geht, total sparsam. Ich hatte bloß bei dem Faxenklon die Faxen... Ja, die Faxendicke beim Faxenklon die Faxendicke haben. Ui! Ratten! Kann ich jetzt auch so wieder zurück? Weil... Achso, nee, kann ich nicht. Ja, knabbert ruhig an mir. Ist kein Problem. Ich bin geimpft. Okay, haben wir das Wasser jetzt noch nicht erhöht. Aber ich denke, dass wir das in der Haupthalle schon etwas erhöht haben. Wir haben das jetzt hier ein bisschen in einer anderen Reihenfolge erledigt. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich... Oder deswegen haben wir jetzt doppelten Weg. Aber egal. Das hat sich wirklich verdammt rentiert. Also wir haben 4 Schrotpakete oder 3 Schrotpakete bekommen. Plus, darf man nicht vergessen, großes Midi-Pack. So wollte ich nicht verdutschen. Aha. Aha. Siehst du wohl. Genauso habe ich mir das vorgestellt gehabt. Jetzt hängt die Ratte da hinten immer noch. Kann die... Visiert Lara die von hier aus an? Nee. Das ist bestimmt wieder so ein Problem wie mit den Fledermäusen. Aha. Aha. Noch ein Schlüssel. Fein. Ja, 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 ja. Ach, jetzt ist sie getriggert. Na, siehst du wohl. Jetzt hängt sie zumindest nicht mehr fest, die Arme. Die arme Ratte. All right again. All right again.
na, 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 na. Already again. Already again. Es kommt von Basil, dem Mausedetektiv. Da gibt's doch den Rattenzahn. Der Rattenzahn ist doch eine Ratte, der aber ungern Ratte beschimpft werden möchte. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein offensichtliches Schimpfwort bei denen. Und auf jeden Fall gibt es ein Lied. Und da wird dann halt oh Rattenzahn gesungen. Das hat mich irgendwie gerade daran ganz, ganz stark erinnert. So, ob ich jetzt hier runter muss? Das Wasser dürfte eigentlich hoch genug stehen. Schätzungsweise. Aber sicher kann ich mir natürlich nicht sein. Wie immer. Aber probieren gegenüber studieren. Aha. Ich hab's heute so mit meinem Aha. Ich werde Liedsängerin jetzt von Aha. Und ich übe mich schon im Bandnamen. Da ist der Schlüssel. Aber ich möchte dringend die Munition da haben. Darin nehme ich es dann auch mit einer gefährlichen Ratte auf. Boah, noch. Also hier gibt's. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel hatten wir jetzt, wie viele Pickups hatten wir im alten? 27? Also im Spiel davor. Also das müssen wir. Das kriegen wir, glaube ich, getoppt. Oder das Level ist relativ kurz. Kann natürlich auch sein. Ich weiß, ich sammle hier gerade fleißig die Schlüssel. Weiß noch gar nicht, wo ich die reinstecken soll. Hört sich blöd an, ne? Also, wo ich die zum Aufschließen benötige. Das ist mir tatsächlich noch nicht so wirklich bewusst.